Yo Leute, was geht? Hauke2bay am Start und ich will euch heute ein kostenloses Analyse-Tool für F1 22 vorstellen und das findet ihr auf racenet.com. Link ist unten in der Videobeschreibung, ist keine Werbung. Ich mache das alles aus Eigeninteresse für auch die Community und für Leute, die schon ein bisschen länger nach sowas suchen. Wir machen das jetzt gleich anhand des COTAS Circus, also anhand Circuit of the Americas. Da die F1 da auch am Wochenende fährt und ich auch morgen dann Ligarennen habe, beziehungsweise auch heute, je nachdem, wann dieses Video auch rauskommt. Und ja, ich gehe darauf ein, was ihr machen könnt und wie das Ganze auch funktioniert. Natürlich müsst ihr euch anmelden mit euer PSN, Xbox oder Steam Account. Logischerweise am besten da mit der Plattform, wo ihr F1 22 auch benutzt. Und dann erzähle ich euch alles Weiteres. In die Zeitfahren-Kategorie reingehen, F1 22 auswählen. Wir nehmen jetzt mal den Red Bull. Gehen dann in Richtung Amerika, in Richtung Austin, Texas. Da sind wir dran vorbeigeflogen. So Leute, und das Einzige, was ihr dann jetzt machen müsst, das machen wir jetzt. Wir setzen eine Runde, die sauber ist. Dann wird es RaceNet das aktualisieren bzw. registrieren. Und dann können wir uns die Runde auch analysieren und angucken. So Leute, und zack ist die Runde registriert. 21.10.2022, das ist heute genau dann, als ich das Video aufgenommen habe. Ich bin 1.34, 1.49 gefahren. Wir können jetzt hiermit aussuchen, wen wir als Vergleich nehmen. Ich nehme mal jetzt zum Beispiel meinen Mod. Der ist zum Beispiel jetzt gerade sogar schneller als ich auf der Strecke. Den nehmen wir jetzt gerade mal. Hier über diese Kamera auswählen, was wir für eine ja, Kameraperspektive haben wollen. Ich finde die Chase immer ganz cool, wobei TV-Pod ist ein bisschen komisch halt. Die Grafik, darüber lässt sich streiten, aber sehr, sehr nice. Free Look, da kann man 360 Grad oben, unten, wie auch immer. Aber was ich halt immer geil finde, ist Chase. Hier auf der linken Seite kann man natürlich Player Focus switchen. Die Kamera hier oben, das rote, zeigt euch, welchen Spieler ihr gerade, beziehungsweise welche Fahrer ihr gerade angegeben habt. Hier seht ihr die Sektorzeiten. Rechts die von meinem Mod Flex, links die von mir. Wir sehen, dass ich im zweiten Sektor schneller bin als er. Wir sehen, dass er im ersten Sektor schneller ist als ich. Und wir sehen, dass er im dritten Sektor schneller ist als ich. Wir sehen auch hier Input Comparison. Wir sehen hier Steering. Gelb ist für Flex, blau ist für mich, das sieht man jetzt gleich. Brake genau dasselbe, bei Speed bzw. Throttle genau dasselbe. Und hier, ja, sieht man bzw. erklärt es ja von alleine. Gehen wir hier nochmal drüber weg, sehen wir auch Telemetriedaten wie Speed, Brake Pressure, wann wird gebremst,
Wie lange wird auch gebremst? Also das kann man auch alles ein bisschen auszoomen, reinzoomen. Ich habe es jetzt mal auf ganz minimal gezoomt. Dann sieht man Throttle Input, wann man Gas gibt, wann man kein Gas gibt. Und man sieht Steering Input. Also für die ganzen Telemetrie-Freaks, auch für mich. Drücken hier unten natürlich auf Play, unten links. Und dann fahren die Autos los. Wie gesagt, gelb ist Flex, blau bin ich. Können an dieser Stelle auch nochmal angehen. Wir sind beide jetzt Full Throttle. Hier oben links sieht man das. Wir sind beide Full Throttle. Ich habe 306 km, er hat 209 km. Sehen auch jetzt, wie viel Steering gebraucht wird und sehen auch, wie wenig Steering bei Flex gebraucht wird. Also ich benutze jetzt gerade viel mehr Lenkeinschlag als Flex. Benutzen beide dieselbe Bremskraft noch. Und da ist Flex schon wieder ein bisschen schneller als ich. Und wir sehen, dass Flex halt, wie gesagt, in Sektor 2 einfach etwas schneller war, aber dann auch den Bremspunkten halt wieder nachlässt. Im Vergleich zu Flex sind wir schneller, aber das kommt durch den Straight Line Speed. Weswegen wir schneller sind, durch nichts anderes. Sehen auch hier wunderbar. Das ist ein schönes Tool, muss ich sagen. Das ist ein sehr, sehr gutes Tool für uns F1-Leute. Ich habe sehr, sehr lange danach gesucht. Auch ein Liga-Mitstreiter hat mir das vorgeschlagen. Und ich möchte das jetzt einmal in die Welt tragen, weil ich finde, dass es da sehr, sehr wenige deutschsprachige Leute gibt, die da vielleicht drauf eingegangen sind. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Aber ja. Und wir sehen, dass Flex in der letzten Kurve die Zeit gut macht. Also da ist ordentlich viel Zeit für mich rauszuholen. Können jetzt nochmal die ganze Runde anhand der Telemetrie nochmal eingehen. Wir zoomen das Ganze auch auf Maximum raus. Und dann sieht man hier auch die Telemetrie. Wann wird, ja, wie viel kmh haben wir? Wann wird gebremst? Wann wird von der Bremse gegangen? Wann wird aufs Gas gegangen? Wie viel wird Lenkradwinkel gebraucht oder verbraucht auch in dem Sinne? Weil eigentlich muss man ja nie so viel lenken. Also je mehr man lenkt, umso weniger Geschwindigkeit. Aber ich muss sagen, ich lenke doch schon sehr, sehr viel anhand der Telemetrie. Ich bremse auch ein bisschen weniger wie Flex. Aber Flex geht irgendwie ein bisschen smoother am Exit aufs Gas. Ja, Flex geht smoother aufs Gas auf jeden Fall, das sieht man. Also das ist schon eine super, 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 super Sache, die wir hier haben und auch nutzen können. Wie gesagt, Leute, das ist ein ganz, ganz kleines Tool, was ich euch empfehlen kann, wenn ihr F1 22 spielt. Ich hoffe, euch hat es weitergeholfen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Falls ihr dieses Tool noch nicht kanntet, schreibt auf jeden Fall da, ich kannte es noch nicht, oder schreibt auf jeden Fall, super Sache, kannte ich noch nicht, irgendwas in der Art, ich würde mich freuen. Haut rein, euer Tobel, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.